Hallo Ladies und Gentlemen, mein Name ist Naoya, herzlich willkommen zurück zu Ni no Kuni 2. Ihr wisst es, ich weiß es, in dieser Folge haben wir massig viele Dinge vor. Was hatte ich denn für eine Forschung? Ist ja egal, in dieser Folge hatten wir massig viele Dinge vor. Wie geil ist bitte das? Erstmal werden wir jetzt ein paar Minuten hier verbringen, da wird gar kein Weg dran vorbeiführen. Wir haben auf jeden Fall gute Kronen. Hier, wir haben schon wieder neue Talente, das wissen wir ja, alle aus der letzten Folge. Wir haben Dogge, wir haben Kusa, yes, wir haben Langhaar, wir haben Laika, wir haben Husky, wir haben Chihuahua. Okay, wir haben 6 neue Leute. Hey, ist das nach Farbe sortiert? Alle lila? Pink, lila, das ist wahrscheinlich so braun, blau, da vielleicht ein bisschen grünlicher, das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Okay, Leute. Was müssen wir jetzt alles tun? Ich weiß gar nicht, wo sollen wir anfangen? Hier haben wir was haben wir hier? Effiziente Magieforschung, was ist das? Praxisnahe Experimente senken Magieentwicklungskosten um 20%, ach so. Na gut. Macht ja nichts. Kann ich hier vielleicht... Das geht nicht. Und den Rest haben wir. Okay, hier sind wir erstmal ausgebeutelt. Wir wollen aber hierhin. Viel interessanter. Talent zuweisen. Wir hätten da 2 gute, geschickte Hände und Rüstzeug. Zum einen haben wir 112, aha. Zum einen hätten wir Chihuahua. Und zum anderen hätten wir Kusa. Ihr gehört beide hierhin. Das ist genau euer Ding. Im Atelier. Und dann... Wollen wir erweitern, das geht nicht. Dafür brauchen wir erst Dingsbums, aber wir wollen forschen. Oh, mein Näschen juckt. Oh, Moment. Lerne einfache Rüstung herzustellen. Das machen wir, keine Panik. Das brauchen wir nämlich. 13 Minuten, okay, wir warten. Ich dachte, das geht mit den 2 jetzt eigentlich mega schnell. Erforscht, Schmieden 1. Ach so, damit irgendwas günstiger wird. Ach nee, damit automatisch schon eine Stufe höher ist das ganze Zeug. Ach so, wir müssen die Kaserne bauen, genau. 250k plus das, ja, Militäreinsätze. Yes. Und die Kaserne, die sieht gar nicht annähernd so aus, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ja. Also, die kann man schon erweitern. Aber die will ich nicht unbedingt erweitern. Hier wollen wir jetzt erstmal Talente zuweisen. Und das wäre die Dogge. Und das wäre das Langhaar. Und ihr wollt forschen. Verbessert den Sturmangriff, dass die Gegner nur so durch die Luft fliegen. Das hört sich schön an. Mindestens 5 Einheitenführer. Achso, ich habe nur 4. Teamarbeit für Anfänger. Die Ausdauerleiste wird erweitert. Das ist gut. So, und dafür brauchen wir dann halt höhere Dingsbums. Talent mit Kriegskünstler. So, also wir können ja nur die Ausdauer. Von den Punkten her könnten wir auch das, aber uns fehlt ein Einheitenführer. Das erforschen wir. Perfekt. Dann kommen wir hier jetzt weiter. Talent zuweisen. Ich möchte dich erstmal entlassen. Ich will die richtige Reihenfolge haben. Seht ihr, denn Laika kommt zuvor. Ach so, weil das nach den Punkten sortiert ist. Deswegen, also zuerst Laika. Und dann Pierre. Und dann wird geforscht. Das... Oder erstmal das Lager. Oh, weil die 20 Materialsachen, die ich hier tragen kann, das ist halt echt wenig. Erstmal das Powerwalking. Ich hoffe, das geht schnell. Ach, das sehen wir hier. 37 Minuten. 53, ja, kommt. Dann machen wir das Powerwalking erstmal. Okay, also hier forschen wir jetzt. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5. So, ich hatte noch einen 9. Ich hatte noch einen 9. Was... Für mehr Ausbeute bei den Jägern. Bei den Jägern, okay. Jäger habe ich noch gar nicht.
Für das Monsterjägercamp. Knochen, Felle, Federn. Federn ist gut für den anderen, für den ersten Obelisken, den wir gefunden haben, den wir nicht ausbauen konnten, weil wir nicht die nötigen, die nötige Feder hatten. Das erste Monsterjägercamp ist fertig. Dann weisen wir doch einfach mal ein Talent zu. Am besten... Ach, da ist er jetzt auch für geeignet. Wartet. Nehme ich ihn jetzt hier raus? Ich kann ja hier eh nichts mehr forschen. Ich bin ja fertig. Fernkampfwaffen 2. Ja, ja, hier. Du kommst weg. Und Carlo kommt dann... Oder baue ich Carlos Ding auch? Wenn ich jetzt nur dich habe, ist aber zu wenig. Dann kann ich hier nicht mehr forschen. Dann kann ich hier nicht mehr forschen. Ich weiß es nicht, Alter. Ich kann ja eigentlich eh nichts forschen hier. Kann ich jetzt noch was forschen? Dafür reicht es jetzt gerade nicht, aber ich glaube, für Qualitätswaffen reicht... Ach nee, 200. Ach komm, Alter, leckt mich. Dann... Ach, wir machen den jetzt auch weg. Dann haben wir es alles richtig. Dann haben wir nur Favoriten bei Favoriten. Dann ist es nun mal so. Monsterjägercamp. Talent zuweisen. Soran. Und Husky. So. Ihr seid beide perfekt. Du bist schon... Oh, der ist schon Experte. Experte ist der Guteste schon. Erweitern. Erweitert das Materialsortiment und schafft Arbeitsplätze. Plus 21.000. So, jetzt müssen wir halt gucken... Ich konnte doch irgendwie... Achso. Spatzenfeder, Entenfeder. Ist beides nicht das, was uns hilft. Das heißt, ich müsste aufwerten. Jetzt habe ich aber alle, ne? 17 von... 17... Was? 17 von 18? Kann ich das aufwerten? Nee, ich brauche 25 Talente. Achso. Habe ich jetzt alle vergeben? Nein, Carlo. Für mehr Ausbeute auf Höfen. Das heißt, noch einen Hof für Carlo bauen und dann sind wir... Och Mann, ich mache schon wieder alles falsch. Noch einen Hof für Carlo. Und dann haben wir auch bald alles gebaut, was es gibt. Tierliebe. Tierliebe, Neuling, aber schon immerhin etwas. Ja. Fettfreie Milch, Sahne, normales Ei, Mikroei. Uns fehlt... Ich glaube, wir haben alle Gebäude, ne? Nee, hier fehlen uns noch welche. Hier fehlen uns definitiv noch welche. Uns fehlt noch der Dosenfischmarkt. Und uns fehlt noch... Das Meta-Labor, aber dann haben wir auch alles. Nein, Samenwolle. Gut, das mit dem Zwirn hat sich ja erledigt, sonst hätte ich das jetzt aufgewertet, um hier den grünen Zwirn eventuell zu kriegen, aber das brauchen wir nicht mehr. Denn den haben wir jetzt. Dann, aber eine Sache möchte ich schon aufwerten und ich würde sagen, dann am ehesten das Monsterjägercamp, dass wir hier vielleicht die Federn kriegen, die wir für den einen Obelisken brauchen. Das Hobbyfeld, was gab's hier? Das wäre dann Weizen, Erbse... Oh, hier könnten wir dann eventuell das kriegen, was wir für den anderen brauchen. Das heißt, ich würde gern das hier aufwerten und das Monsterjägercamp. Wir machen das einfach mal. Kronen müssten wir genug haben. Erweitern. Erweitert das Materialsortiment und schafft Arbeitsplätze. 2100 Kronen, das ist kein Problem, ja. Rang der Einrichtung gestiegen, neue Arbeitsplätze und Materialien verfügbar. Das hat sich aber jetzt, glaube ich, nicht das Aussehen geändert. Toll. Toll, da ist nur die Papageienfeder zugekommen. Mist. Mist, die ist es leider auch. Ich meine, ich habe sie nicht getestet, aber eine Papageienfeder, damit macht man normalerweise keine Kissen.
Achso, hier jetzt brauche ich Dingsbums Rang 2, um es weiter aufzuwerten. Okay. Egal, dann machen wir jetzt noch das Ding hier hoch. In der Hoffnung, dass wir hier dann vielleicht das passende Essen kriegen. Und dann müssen wir erstmal wieder sparen. Ja. Ist hier irgendwas mit Gelb? Nee. Nee. Ist immer noch Mist, dann brauche ich noch mehr. Ich glaube aber, ne, ich glaube, wir haben es jetzt geschafft. Hier wird geforscht, hier wird geforscht. Hier wird nicht geforscht aus dem einfachen Grund, du kannst, glaube ich, nichts mehr forschen. 150, genau. Und 150, hier können wir nicht forschen. Hier können wir jetzt auch nicht mehr forschen. Hier wird geforscht, du kannst nicht forschen. 150, der Rest ist alles fertig. Hm, hier gibt es, glaube ich, nichts zu forschen. Ach, hier brauche ich auch schon Schade, schade. So, hier gab es auch nichts irgendwie, ne? Ne, genau. Kann ich den schon ausbauen? Auch erst mit Rang 2, ne? Genau. Dann haben wir es jetzt erstmal geschafft. Dann sind wir hier jetzt fertig. Dann sammeln wir nochmal ein, was es einzusammeln gibt. Ist der neu? Könnte schon ein seltenerer sein. Danke. Das nehmen wir auch. Ja, danke, ich weiß Bescheid. Einrichtungen sind vorangeschritten. Kaserne. Monsterjäger-Camp. Und noch zwei unbebaute nur noch. Huh, Leute. Einiges passiert. Einiges passiert. Du bist neu. Hi. Endlich habe ich die Möglichkeit, meine erworbenen Kampfkunstfähigkeiten im echten Kampf einzusetzen. Danke, dass du mir diese Möglichkeit gegeben hast, Evan. Ich habe immer noch den Zwirn, den du mir geschenkt hast. Bitte lass mich erkenntlich zeigen. Du erhältst eine Spule korallenroter Zwirn. Doch, nehme ich. Nehme ich. Wenn ich eine Idee für ein neues Design habe, mache ich mich sofort an die Arbeit, damit ich es nicht wieder vergesse. Selbst wenn es mitten in der Nacht ist, deswegen kriege ich kaum noch Schlaf. Ja. Oh, Evan, vielen Dank, dass du Boxer überzeugt hast, nach Minneapolis zu ziehen. Wir haben uns vor langer Zeit versprochen, ordentliche Handwerker zu werden und ich werde ihm in nichts nachstehen. Ach so, das klingt toll. Ja, ich werde mich jetzt erst richtig reinhängen und noch bessere Rüstungen anfertigen. Ach ja, ich habe da etwas mit dir zu besprechen. Was gibt es denn? Carlo bat mich letztens um die Reparatur der Rüstung seiner Einheit und... Seine eigene Rüstung ist vollkommen zerschlissen. Er hat es ganz offensichtlich etwas übertrieben. Ich möchte sie so schnell wie möglich in Ordnung bringen, aber ich habe so eine Art Rüstung noch nie zuvor gesehen und die Reparatur wird wohl einige Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen würde ich mir gerne eine Edelstahlrüstung mit einer Qualität von mindestens 5 etwas genauer ansehen. Könntest du mir die besorgen? Damit fände ich sicher einen Hinweis, wie ich die Rüstung von Carlo und den anderen reparieren kann. Kein Problem. Eine Edelstahlrüstung mit einer Qualität von mindestens 5, sagtest du? Ich werde danach Ausschau halten. Das würde mir sehr helfen. Vielen Dank. Nummer 15. Hochwertige Rüstung gesucht. Der ehrgeizige Kusa möchte sich als Rüstungsmacher einen Namen machen. Zurzeit arbeitet er an den Rüstungen von Carlos Einheit, ist mit diesem Typ Rüstung aber nicht vertraut und braucht ein anderes Modell als Anhaltspunkt für die Reparatur. Bring Kusa seinem Ziel einen Schritt näher. Zeige Kusa eine Edelstahlrüstung mit einer Mindestqualität von 5. Dafür gibt es 3-mal das rote Prisma. Nein, aktualisieren musst du das nicht. Hochwertige Rüstung gesucht. Die hier hat... Ja, hat die hier eine Qualität von 6? Hat die hier eine Qualität von 6? Ich bin mir selber nicht 1000%ig sicher. Oder ist das das Sternchen? Ja. Das, also, dass die 6 da unten bedeutet... Ja, muss ich die ihm jetzt geben, oder... Ich soll die ihm nur zeigen, ne? Ah, na klar, so wird das also gemacht. Gut, jetzt weiß ich endlich, wie ich die Rüstung von Carlos Einheit reparieren muss. Das freut mich. Wenigstens eine Sorge weniger, wenn wir in den Kampf ziehen. Ja. Wie du weißt, wollte mein Großvater immer, dass ich Soldat werde. Aber diesen Wunsch konnte ich ihm nie erfüllen.
Dafür würde ich mich als Rüstungsmacher vor ihm und vor dir beweisen. Ich erwarte viel von dir, Kusa. Du wirst es noch weit bringen und deinen Großvater stolz machen. Ja, wuff. Vielen Dank, Evan. So, zack, zack, dreimal rotes Prisma. Ich habe aber die Rüstung behalten. Ja, alt, das wäre jetzt richtig heftig gewesen, wenn die jetzt weg gewesen wäre. Wo ist er denn jetzt? Jetzt ist er weg. Naja, shit happens. Shit happens, meine Freunde. So, gehen wir erstmal zu den beiden, die sind auch noch neu. Oh. Auch in den brenzligsten Situationen schnell und zuverlässig die beste Taktik zu finden. Das ist die Aufgabe eines Militäranführers. Man muss auf jeden noch so unwahrscheinlichen Fall vorbereitet sein. Ich fühle mich geschmeichelt, dass du dir die Zeit nimmst, mit einem alten Mann wie mir zu reden. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht einschlafe. Ja, ja, geil. Hör auf, Quark zu labern. Wer ist denn das? Ach, Husky. Wenn Dogge ganz konzentriert ist, denkt er meistens übers Essen nach. Ich habe selten einen so gelassenen Militärführer gesehen. Bist du jetzt glücklich? Wie, wer bist... Achso. Ich gebe dir mal einen gut gemeinten Tipp, Evan. Mach... Ja. Okay. Oi. Evan, alter Junge. Wollen wir nicht etwas an den Reichtum meines Königs arbeiten und auf Schatzsuche gehen? Habe ich irgendwas gelernt, dass es hier zu viel Neue gibt? Santa Gnuff der Froh. Was? Ich habe das doch gar nicht auf Rang 2 erhöht oder bin ich irgendwie schon wieder bescheuert? Warten. Bei Gnuff-Tricks werden die Tricks der anderen Gnuffis sofort einsatzbereit. Schwächt bei einem Feind kurzfristig die Magieabwehr, verstärkt kurz die Magieabwehr aller Verbündeten und schützt etwas vor Rückwurf. Verstärkt ihr... Ifrif der Feuer... Habe ich den nicht? Verursacht beim Absorbieren eine Explosion? Verstärkt kurzfristig die Magieangriffe eines Verbündeten? Erzeugt für eine Weile ein Feld, das die Resistenz gegen Feuerangriffe stärkt? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nach erlittenen Treffern mit dem eigenen Element entsteht manchmal genug Soldaten. Heilt einige LP bei einem Verbündeten, eine feurige Kanone. Ja, ja, dull wie das Korallenzeug ist soft die der Fehler leichte. Imitiert manchmal den Trick, den ein anderer Gnuffi gerade eingesetzt hat. Schwächt bei einem Feind die Magierfähr, eine stürmische Kanone beschießt eine Weile den Gegner, verstärkt die Angriffe des Server. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Verursacht beim Absorbieren eine Explosion. Hä, was für ein Absorbieren? Heilt einige LP? Erzeugt für eine Weile ein Feld, das die Resistenz gegen Lichtangriffe... häufiger eine Zustandsveränderung beim Gegner. Heilt Zustand... Erzeugt für eine Weile ein Feld, das die Resistenz gegen Licht... Wahrscheinlich wäre von denen jetzt einer interessant... Nee. Ich glaube, ich möchte Franken heißt der Heizer kreieren. Zweimal das, das, das. Franken heißt der Heizer hat das Licht der Welt erblickt. Ja, da freuen wir uns. Da freuen wir uns aber ganz besonders. Santa Gnuff der Frohe. Viermal einfache Schnur, fünfmal schlichtes Band, dreimal kleines Prisma. Santa Gnuff der Frohe. Robin Nuff, dich kennen wir noch, ganz klar. Erze. Oh. Oh.
Wir haben einiges Eisenerz. Können wir da gleich zwei Level machen eventuell? Machen wir mal so. Opfern wir mal 34. Franken heißt, der Heizer hat ein neues Level erreicht. 116,81. Ja, nice. Bilze, Gnuff, die Glut. Mist, bei dir ist leider nicht so viel zur Auswahl. Dann lassen wir's. Und Santa Gnuff, der Frohe, der steht auf Schnüre und Bänder. Schlichtes Band habe ich ein bisschen. Reicht es für einen Level? Oh, das sind mir schon etwas viele. Egal. Santa Gnuff, der Frohe, hat ein neues Level erreicht. Okay. Bussi der Verwegene hat auch ein neues Level erreicht. Mann, jetzt ist schon wieder so viel Zeit vergangen. Ich habe das gerade gemacht, weil ich natürlich einen Plan verfolge. Ich schaffe nicht alles, was ich schaffen wollte. Weil es kommt immer so viel dazwischen. Ich wollte das Traumportal machen, das wird nichts mehr, weil nach der Folge höre ich jetzt erstmal wieder auf mit der Aufnahme. Ich wollte hier Kriegsgeschichten und dies und das machen, das wird alles schon wieder gar nichts. Wenn du das machst, ist der Ruf von Minneapolis im Eimer. Jetzt brauchen wir auch noch Mitgliederausweise. Was eine Seuche. Ihr könnt uns natürlich einfach welche klemmen, ne? Komm schon, sag ja. Schau an, auch in Goldorado gibt's Sachen, um die nicht gezockt wird. Wenn wir darum hätten spielen müssen, hätten wir wohl nie einen Mitgliederausweis bekommen. Ach so, wenn wir um das Archivding hätten spielen müssen. So, die LP aller Freunde wurden vollständig geheilt. Möchtest du speichern? Nein. Ich habe in dieser Folge, jetzt in dieser Aufnahme, ich habe ein einziges Ziel, was ich hundertprozentig noch erfüllen möchte. Jetzt können wir hier nochmal kurz gucken, welche Forschung ist da. Ist die Forschung abgeschlossen? Nein. Der Rest ist mir eigentlich egal. Die Forschung, das ist abgeschlossen. Na gut, jetzt ist ja egal. Jetzt können wir ja natürlich schnell mal machen. Das Thema Rüstung 1 wurde vollständig erforscht. Ja, das ist in Ordnung. Alles über die Lerne einfache Accessoires herzustellen. Also, steigert die feinen Handwerkseffizienz, Ausstattungsentwicklung kostet 20% weniger. So, Qualitätsdingsbums wollen wir bestimmt haben, weil 200, hier sind wir richtig stark, hier können wir im Prinzip alles machen. Oh, das ist natürlich teuer. Dann machen wir lieber doch erstmal das. Die Kosten senken. Hier, lernt das mal schnell. Ist ja egal, lernt das einfach mal. Danke. Oh, ich bin so doof. Du solltest das da rausnehmen. Wir haben nur 20 Platz. Wir brauchen hier unbedingt mehr Platz. So, ich bin gespannt. Mönchsumhang und... Oh, die Edelstahlrüstung können wir jetzt schon machen. Die ist quasi... Und mit Kupfererz. Ab 4 haben wir die Schadenssenkung plus. Und die, gut, die ist jetzt nicht... Ach, das andere ist eine dichte Edelstahlrüstung. Ist jetzt nicht so 10 Millionen Mal besser. Ach, die ist 6 und wenn wir 8, dann wäre die Sternchen 14 oder so. Keine Ahnung. Hier haben wir die Echtlederstiefel, hat glaube ich noch gar keiner. Dafür fehlt uns aber auch zitronengelber Zwirn. So, und Accessoires ist halt sowieso nochmal extra. Na gut. Na gut. Bei der Lederrüstung, da hätten wir dann, das fehlt uns dies und das und klar... Okay. Haben wir wieder was dazugelernt. Tschüss, Leute. Wir sehen uns bald wieder. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen was gemacht. Jetzt ist natürlich noch wichtig, dass wir das Beschleunigungsding kriegen und... das Materialdings verstärken. Och, ich bin so doof. Ich hätte ja auch noch... Beziehungsweise, was machen wir das, sonst vergesse ich das, ey. Ich weiß, dass ich das vergesse. Truppen, ach so, das ist jetzt schon gemacht worden. So, haben wir jetzt alles? Jetzt haben wir zweimal Fernangriff. Jetzt haben wir immer noch keinen Speer.
Fernangriffe werden verstärkt, wenn Feinde von erhöhter Position angreifen. Eine Einheit wartet mit erhöhter Schussreichweite von Feuerwaffen auf Befehle. Allein durch Anwesenheit dieser Einheit füllt sich die Ausdaueranzeige schneller. Geil. Lautstarke Anfeuerungsrufe erhöhen die Abwehr. Vorbereitungsgeschwindigkeit, Dauer des Effekts 10 Sekunden. So, unsere Ausdauer ist jetzt ja irgendwie dadurch... Ach nee, das lernen wir gerade noch mit der Ausdauer. Feinde werden mit Lärm aufgeschreckt. Ja, das kennen wir. Bombardement. Diese Einheit erhöht die Wirkung blauer und goldener Sphären. Feindliche Einheiten werden beim Angriff dieser Einheit weiter zurückgeschoben. Fernangriffe werden verstärkt, wenn Feinde von erhöhter Position angreifen. Ich glaube, die meinen angegriffen werden oder nicht. Weil das macht eigentlich gar keinen Sinn. Allein durch Anwesenheit füllt sich die Ausdaueranzeige schneller. Das ist halt perfekt. Das hier ist halt mega perfekt. Gut. Gut, gut. Also muss ich. Ich dachte, ich muss die jetzt selber anlegen. Diese Mission, die will ich dann nämlich machen. Aber das wird dann heute nichts mehr. Heute ist das letzte übrig gebliebene Ziel ein ganz einfaches. Und ihr wisst natürlich, welches das ist. Wir machen entweder jetzt diesen vermaledeiten Ries-Elektron kaputt oder nie. Entweder wir machen den jetzt kaputt oder nie. Für die nächste Aufnahme habe ich dann schon wieder Pläne. Die Mission da, die Kampfmission, dann da bei den Schotterruinen das Gebiet da oben nochmal fertig machen, dann das zweite Traumportal und dann halt die Story weitermachen, wenn wir Irmas Gefallen haben und im Archiv sind. Vielleicht ist dann sogar schon Kapitel 4 geschafft. Das wird sich dann ja herausstellen. Aber am allerwichtigsten ist, dass wir jetzt verdammt nochmal endlich, nach 100 Trillionen Jahren, endlich dieses Vieh da kaputt machen. Ich will es nicht mehr haben. Ich will dieses Vieh nicht mehr in dieser Liste drin haben. Und deswegen habe ich doch eben nochmal gegnufft. Deswegen habe ich doch eben auch nochmal gegnufft. Zack. Ups. Ups. Och Mensch. Zack. Ist der Wasser. Der muss eigentlich Wasser sein. Weil er ist ja... Wasser macht wenig Schaden. Er muss Wasser sein. Sonst würde er nicht so wenig Schaden machen. Sonst würde ich ja nicht so wenig Schaden mit Wasser machen. Aber auf jeden Fall würde ich dann gern bei der Gruppe etwas ändern. Weil Funguffi brauchen wir nicht. Weil der macht mit seiner Kanone halt wenig Schaden. Weil es ist Wasser. Wenn man so... Schwächt bei einem Feind kurzfristig die Magieabwehr. Eine wässrige Kanone, bla. So, Funguffi. Dafür kommt der Belz. Ach, jetzt ist natürlich Mist. Jetzt ist der natürlich alleine, weil ich hier natürlich noch nicht... weil ich hier natürlich noch nicht getauscht habe. Und Saurum hätte ich auch gerne getauscht. Gegen Santa. Belzegnuff. Frankenscheiß. Pusty. Was hat der gemacht? Während des Erscheinen nach und nach, ja, schwebt kurzfristig die Angriffe eines Geschwächt, ein Schwerkraftfeld, den zerschmettert gegen, ja. Okay, damit hätte ich gerne Santa Gnuff. Der hatte, der war quasi ein bisschen mehr Verteidigung. So würde ich mal gerne rumlaufen. Weil zweimal die Feuerkanonen, jetzt muss ich natürlich im Prinzip noch schnell was tun. Ich muss nur mal kurz hier gegen ein, zwei Gegner kämpfen, damit die Gnuffis hier zusammenkommen. Damit ich hier Gnuffis kriege. Das schneide ich jetzt aber raus. Ich kämpfe jetzt ein paar Mal, damit die Gnuffs halt, damit ich 3 von 3 und 4 von 4 habe. Und dann sehen wir uns hier jetzt sofort gleich wieder. So, Ladies und Gentlemen, ich habe jetzt nochmal schnell gespeichert. Ich habe 2 Kämpfe gemacht. Dadurch ist kein Gnuffsoldat dazugekommen. Aber ich habe jetzt auch, ganz ehrlich gesagt, keine Lust, jetzt hier gegen unzählige Gegner zu kämpfen, dass die Gnuffsoldaten komplett wären. Deswegen einfach, wir müssten eigentlich auch... Ey, ohne Scheiß, wir müssten eigentlich stark genug sein, allein schon von unserem Level her. Wir haben 2 Feuergnuffs, wenn wir die 2 Kanonen beschwören und keine Ahnung, was weiß ich. Es müsste eigentlich, sollte es klappen, ey. Ah!
Oh, 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 oh. Ich nehme auch gerne ein Kraut. Ich will den endlich weghaben. Es tut mir so leid. Ich will ihn endlich weghaben. Ja. Ja. Du erhältst einen Okkultring. Du erhältst einen Ring der Stärke. Oh, na, endlich nach 100 Trilliarden Jahren haben wir es geschafft. Mann! Oh, ich danke euch. Wir haben zwar zwei Kräuter benutzt, ey, aber was jucken mich die Kräuter, verdammt nochmal. Als nächstes ist die Sturmruf-Pustefee dran. Ich überlege, ob ich mich der direkt als nächstes noch widme. Oder ob wir erstmal was... Ja, wir widmen uns der nicht direkt als nächstes, aber schon bald. Schon bald. Was haben wir bekommen? Den, ach so, den Ring der Kraft oder so. Nahangriffe plus. Alle Angriffe plus. Ring der Stärke ist alle Angriffe plus. Das heißt, das haben wir. Und dann geht noch Fernangriff und Magie plus. Ja, Roland ist nun mal unser Damage-Dealer, deswegen bei ihm macht es am meisten Sinn. Dann kriegt er den Ring der Stärke. Und dann könnte eigentlich einer? Ring der Ferne, das ist eigentlich Quatsch. Ja, hier, du kriegst den Ring der Nähe. Wieso ist denn das hier immer so komisch? Hier einer, Ring der Ferne, Nähe, Ferne, Nähe, Ferne, Nähe. Was ist denn das für ein Bullshit? Egal, wir haben das auf jeden Fall endlich geschafft. Wir haben es endlich geschafft. Das heißt, na, was mache ich hier schon wieder? Was mache ich hier schon wieder für einen Quatsch? In der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich ein, zwei Forschungen nochmal fertig haben. Hoffe ich, werden uns die reinziehen. Dann werden wir hier, ne, ihr wisst, diese komischen Dingsbums-Kampfmissionen machen. Werden dann wirklich das zweite Traumportal machen und dann mit der Story fortfahren. Jetzt haben wir es erstmal wieder geschafft. Heute in der Aufnahme endlich mal richtige Brocken besiegt. Mission abgeschlossen. Diesmal haben wir wirklich richtig was geschafft. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Haut euch wieder aufs Ohr und ciao, ciao.